Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Und der hier ist auch wieder mit am Start. Hallo! Auto. Da kommt ein Auto. Das Unter von der Straße. Das ist aber ein friedliebender Typ, ja? Nicht, warum hält er hier an? Was? Fahr weiter! So, also, zur Story, zur letzten Folge. Ich raff's nicht. Same. So, wer ist er? Den haben wir jetzt zum zweiten Mal gesehen. Warum wachen wir diesmal danach wieder im Käfig auf? Vorher haben wir immer, sind wir irgendwo wieder anders aufgewacht? Waren wir vielleicht diesmal stark genug? Wer weiß? Und warum versucht er uns dann zu retten? Und haben die uns wirklich schon so hart hypnotisiert, dass wir allein bei dem Lied in Hypnose verfallen? Ja, also das ist halt echt krass. Ich blick da auch nicht durch gerade. Aber egal, wir können ja mal weitermachen. Das vielleicht fällt uns ja was ein. Wo ist das Flugzeug? Über uns. Ach so, ich dachte, hier steht... Über uns direkt. Ach da! Ja, ein Flugzeug habe ich noch nicht geflogen. Da müssen wir noch machen in dem Spiel. Aber ich wollte mal gerade schnell nach einer neuen Mission für uns schauen. Mach das. Oh, ich bin voll. Das ist alles so weit weg. Wir könnten mal hier die Nebenmission machen. Wir könnten doch heute mal den bewaffneten Bergkonvoi in den Whitetail Mountains... Also, Jacob hat Kampfhubschrauber entsandt, die nach der Whitetail-Miliz suchen. Okay. Die nehmen wir doch jetzt mal auseinander. Genau. Ups. Haben wir ein Auto? Ja, wir haben einen Truck. Wo ist denn mit der Whitetail-Miliz? Ich hab das markiert. Hast du keine Markierung bekommen? Nee. Also auf der Map sehe ich jetzt keine. Nimmst du mich mit? Bin hinten drin. Fährt der Eric gerade? Eric, das machen wir mal nicht. Raus. Raus. Beschlagnahmen. Fahr vorsichtig. Der sagt doch alles klar, fahr vorsichtig. Ach, da hinten, zerstört. Hab ich jetzt Eric überfahren? Das klang, als hätte ich. Ah ja, da steht er noch. Das klang, als hätte ich Eric überfahren. Es tut mir leid. Der Eric muss ja auch irgendwie mit, deswegen muss ich hier hinten rein. Tritt aufs Gas, Deputy. Tritt aufs Gas. Ich drück und leerst du. Ich springe komplett in diesem Ding komplett einfach rum. Also, was wollen die denn? Ach, die brauchen unsere Hilfe. Komme! Ist das Gegner? Ja, und zwar nicht zu knapp. Ich stand die ganze Zeit vor einem und hab mich gefragt, ist das Gegner oder Freund oder... Das war ein Freund? Wir haben alle, oder? Sorry, Kollege. Das waren sie schon. Ja, aber jetzt haben wir ein geiles Auto. Ja, wir müssen da erstmal plündern hier. Ja, ich bin schon dabei. Ich sage nur, wir haben ein geiles Auto. Achso, du bist gar nicht eingestiegen. Ja, das war Eric. Ich dachte, du wärst eingestiegen. Und wir haben hier noch einen neuen Typen, glaube ich, freigeschaltet jetzt. Echt? Wo? Ob wir den freigeschalten, weiß ich nicht. Aber du läufst ja auf jeden Fall jetzt mit uns rum, da. Der hier. Ach, der hier oben? Ja, aber mit dem können wir quatschen. Den können wir anheuern, aber unser Team ist voll. Das heißt, ich müsste einen kicken. Ja, kick mal Eric, Mann. Soll ich mal Eric kicken? Kick den mal. Tut mir leid, Eric, du bist Hat er genug gelevelt? Nein, hat er nicht. Aber die anderen haben alle genug gelevelt. Warte mal. Komm, Eric ist scheiße. Eric, tut mir leid. You're out. Ah, bewaffneter Bergkonvoi, ja. Kann sich durch deine Hilfe hier echt verbessern. Ich habe einen Vorteil. Wir haben einen neuen. Wir haben Jake. Nice. Jake Heaton. Jakey. Warte mal. Ah, da. Okay. Den müssen wir jetzt auch noch leveln. Jakey, Bakey Boy. Ich möchte gerne... Dann lass uns fahren. Das Ding hat eine Waffe. Kostet das 9, okay. Damit schießen wir die Helis ab. Jo, ich stell mich hinten drauf. Wer hat denn da geschrien jetzt? Nice. Okay, ich werde sparen auf... Komm schon, Jake, willst du
Hab ich ihn getötet? Ja. Das muss man zerstören, glaube ich, was da drauf ist. Ja, soll ich mal drauf ballern? Ja. Zerstöre das eigentlich gerade, das dauert mir zu lange. Stopp, es brennt doch schon! Wer schießt da? Ja, wir schießen da. Kraft dich! Steig jetzt ein. Ja, jetzt ist er eingestiegen. Ich bin dabei, legen wir los. Ach, okay, er lebt noch. Ich wollte ihm nur vor die Beine schießen, dann habe ich was damit gedacht, ich hätte was getötet. You can sing all through the night. Preach till the morning light. Ich sehe halt nichts. Da sind die Helis. Die muss ich zerstören. Ja. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn du triffst. Ey, das ist schwer. Das ist gut. Hallo? Ich fahr. Warte, ich hab Standbild. Ich hab Standbild. Ah. Hallo? Ah, ich fahr wieder. Ja. Wenn du fährst, kann ich mich dir. Ja, okay, warte, dann halt ja. Wir können eh nicht weiter, da ist jetzt Wasser. Warte, vor uns ist ein Flugzeug, wenn ich das nicht sehe. Die krieg ich so nicht, die schreut viel zu sehr. Oh, warte, ich hab was gesehen, das will ich haben. Flugzeug! 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 Oh, Hilfe! Hilfe! Was denn? Ich bin von der Klippe gefallen. Bist du tot? Hilfe! Ich komme! Hilfe! Ich komme! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Danke. Liest das Buch, du willst das, Buch! So, mein Flugzeug. Mein Flugzeug. Oh, nice. Nice Animation. Ich möchte aber auch einmal fliegen. Ja, aber jetzt will ich erstmal fliegen. Hat das Ding Waffen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ist nicht euer Ernst. Was denn? Steuerung. Ist ich weiß nicht euer nicht. Fucking Ernst. Ja, was denn? Bist du drin? Ja! Okay. Ich hab keine Waffen übrigens. Ich weiß. Kannst du rausschießen? Nein! Alter, ich kann mich ja nicht mal drehen! Das ist so? Fuck this game. Boah, jetzt muss ich. What the fuck? Wer fliegt denn so? Okay, ich muss mal schnell gucken, ob ich das umstellen kann. Du also, rast gerade aufs Wasser zu. Ja, ich weiß. Wen will ich ja? Ich will da runter. Ich will erstmal wieder safe runter. Achso. Ich dachte, du wärst schon in der nein. Mit Steuerung. So, ich muss mal schnell nachgucken. Okay, also das wäre ja richtig kacke. Dann guck ich mal so lange in, was es noch für schöne Vorteile gibt, die man sich, die sich lohnt zu holen. Ah, Schlossknacker könnte man sich holen. Ich hol mir erstmal Schlossknacker. Obwohl, nee, hol ich mir danach. Erstmal hol ich mir Waffending. Mich doch verarschen. Und? Das kannst du nicht umstellen. Das Game. Okay, ich werde in diesem Spiel nicht so häufig fliegen. So, ich erkläre kurz, was ich meine, ha? Ja. Normalerweise würdest du mit dem Stick hier vorne, den ich jetzt hier gerade bewege, würdest du das Flugzeug nach links und rechts kippen. Stattdessen drehen wir uns gerade so. Das heißt, ich benutze das Heckruder, was absolut keinen Sinn macht mit diesem Stick. Das machst du mit den Fußpedalen normalerweise.
Und da, wo normalerweise die Fußpedale wären, damit drehe ich das Flugzeug. Was? Ja, mit den Pedalen kippe ich das Flugzeug. Warte, ich zeig's dir. Du bist drin, oder? Ja. So. Normalerweise, wenn ich jetzt das hier machen würde, würden wir uns nach links kippen. Und hiermit nach rechts kippen. Und das hier wären die Fußpedale. Und ich kippe das Flugzeug mit den Pedalen. Das macht absolut keinen Sinn. Die haben ja absolut keine Ahnung. Ubisoft, wie konntet ihr das so verkacken? Man kann die Manöver machen. Ja, doch, kann man schon, aber es ist halt... Ja, und übrigens, Gas geben bzw. bremsen mache ich mit A und B. Auf dem Controller. Es ist ja nicht so, dass ich hier Schultertasten hätte. Nein, ich müsste es damit machen. Das, okay, ich sag schon voraus, ich werde das Ding ziemlich schnell irgendwann mal crashen, weil ich mich vertue mit der Steuerung. Das ist absolut unrealistisch. Die haben sich getrennt, die Helis. Wollen wir Suicide Mission machen? Ja. Suicide Squad. Als ob dir das überhaupt nicht juckt. Wie das nicht? Fühlt gar nicht, oder? Nee. Aber uns juckt das! Ja, weil die haben Waffen. Klatsch. Du bist auch down, ne? Ja, ja. Oh Mann, Ubisoft, warum verkackt ihr das so? Oh. Das ist echt. Nee. Das muss man nicht machen. Das muss wirklich nicht sein. Ich habe übrigens Punkte, die ich mal verteilen sollte. Ja, ich habe Schnauze. Wir müssen irgendein Leutland müssen wir töten. Dann kann ich die neue Waffendinger freischalten. Ich weiß aber nicht, was das mit dem Leutnant auf sich hat. So weit sind wir doch noch nicht. Ja gut, dann mache ich erstmal Schlossknacken. Ich glaube, bis dahin kriege ich wieder ein paar Punkte. Olli? Ich mache auch mal Schlossknacken. Baumann schreitet zur Tat! Ich bin ein Baum. Ich bin gerade richtig enttäuscht, ne? Ich hatte wenigstens gehofft, dass die Flugzeuge vielleicht geil sind in dem Spiel. Aber die machen auch da so eine verkackte Steuerung rein. Hey, aber wenigstens kann man sich hier Bäume stellen. Ja. Ne? Korrekt. Hör mal auf, mir weh zu tun! Na gut, jetzt haben wir keinen... Fahrzeug mehr hier stehen, ne? Nee. Aber ich sehe einen Gegner vor uns. Schon wieder? Ja, zumindest auf oben. Leute, komm runter! Ach, die wieder. Wir müssen an Jacob ran, solange wir eine Chance haben. Hier sind wir wieder. Na. Die haben unsere Leute getötet. Wir müssen mal verkaufen. Bin voll. Ja, ich auch. Wie sind sie mit dem LKW weggefahren? Hier, die kommen. Die sind despawned einfach. Du hast die Reifen kaputt gemacht. Das Auto brennt. Welches Auto? Da kommt ein anderes. Bleibst du stehen? Okay, der hat es wirklich eilig. Da unten steht noch ein Auto.
auf mich auf. Da stehen aber ein paar Leute. Gegner dort drüben. Augen offen halten. Oh nee. Fuck. Wohl kommen die vorbei? Ja. Ja, gut. Da unten steht auch wieder einer. Wow, die wird nicht überfahren. Nein, der Fahrer war tot, der konnte mich gar nicht mehr lenken. Eingeschleppert! So. Plündern, plündern, ich will plündern. Alles steht im Schlamm! Boah, ich hab irgendwie umgefahren. So, man wird das gemacht, mein Freund. Tja, Jay Keaton ist tot. Der Arm. Tut das nur so weh? Macht ihr da? Ich danke dir. Guck dir den Hut an. Du musst den Verstand verloren haben. Tja, unser Team ist voll. In der Liebe tut mir leid. Irgendjemand muss Jacob für seine Taten büßen lassen. Ah ja. Lass mich rein! Sorry, ich dachte, du wärst hier drin. Nein. Ah. Ah, nee, ich bin verloren. Schieß nach hinten. Da fahr ich immer vor uns, oder? Obwohl, das ist ein Freund, glaube ich. Das ist ein Freund. Gut, dass ich das auch mitbekommen habe. Ist das ein Feind? Das ist ein Feind. Ich habe irgendwie für mich große Schwierigkeiten, herauszufinden, wer Freund und wer Feind ist. Die spawnen auch einfach so, ne? Aha. Das ist jetzt ein bewaffnetes Flugzeug. Nee, dann schieß mal nicht auf die, vielleicht sind das. Das Gegner von mir. Habe Sichtkontakt. Ich blicke hier jetzt auch gar nicht mehr durch. Ja. Gut, fahren wir mal wieder Richtung Heli, oder? Ja. Gas, Trost, Leier. Siehst du den Hund? Sichtkontakt von oben verloren. Aber auch immer die ganze alle spawnen nach. Ja. Das finde ich, haben sie ein bisschen übertrieben. Hier sind mir zu viele Gegner. Jeder Ecke stehen die hier. Ja, keine neue Minute. Bang. Habe ich wenigstens Windschatten. Ich habe glaube ich Windschatten. Ich habe Windschatten. Das war's nicht. Was hast du gemacht? Ich habe E gedrückt. Ich glaube bei GTA ist das ja. Ja, und E und F war da aussteigen. Also genau gegenteilig zu dir. Ich entferne mich zu weit von meinem Partner. Wait for me! Du fährst mir zu schnell.
Wie weit sind die denn weg, meine Güte? Um 1,5. Wo holen wir den eigentlich runter? Keine Ahnung. Erstmal müssen wir hin. Ich will halt auch gerne meine Waffe tauschen. Ja? Waren wir auf der Straße. Ach da. Abgut. Ich will auch gerne meine Waffen tauschen. Ja. Weil, ich guck mal gerade auf die Karte. Ich kann's ja nicht steuern, ich muss ja mal komplett neu kaufen. Ja, ich geh mal gerade auf die Karte gucken, wo wir mal meine Güte, neue ist Waffen laut. Kriegen können. Es ist laut! Hier unten können wir mal neue Waffen holen. Glaube ich zumindest. Ich komme! Haben wir nicht schon mal? Ja. Gut, dass das Wolfsden wieder uns gehört. So, jetzt erstmal Beute verkaufen. Du hast keine Objekte, die du verkaufen kannst. Willst du mich verarschen? Hast du niemanden geplündert? Doch! Iku. Hm. Beute verkaufen. Ich habe ein Wolfshaut. Stapel verkaufen. Fünfmal Wolfshaut. 850. Krass. So, jetzt habe ich 1800. Das reicht für zwei Aufsätze. Kleidung. Oberkörper, komm, mach was Neues. Ich nehme mal einen Raketenwerfer mit. Ah, ich kann mir gerade die Mayday-Jacke holen, ey. Für die Mayday-Jacke reicht's gerade nochmal eben. Mhm. Warte mal, ich kann echt nichts verkaufen? Du hast keine Objekte, die du verkaufen kannst. Hast du die Tiere gehäutet? Nee, Tiere habe ich nicht gehäutet. Da sind, glaube ich, nur das da drin. Ah, okay. Aber früher konnte man ja alles verkaufen. Ja, früher hast du halt auch noch ein paar witzige Gegenstände bekommen. Ja. Ich kann die Sachen jetzt halt nicht mehr kaufen. Mhm. So, ich kann. Ich. Das einzige. Die ganzen Gewehre sind alle noch gesperrt. Die sind wirklich alle noch gesperrt. Ich meine untreu. Zerreterisch. Undankbar gegenüber unserer Gnade. Gibst du mal als Klopapier. So, ich gehe schon mal wieder raus, wenn ich den Weg rausfinde. Ich kann mir halt jetzt absolut nichts kaufen. Ich habe auch kein Geld. Ich habe nichts. Ich habe Geld, aber es bringt mir absolut nichts, Geld zu sammeln. Kannst du dem schon mehr kaufen als die erste Waffe? Ich bin schon wieder raus. Weil wir sind doch bestimmt schon Widerstandsstufe 1 in irgendeiner Gegend. Keine Ahnung. Oder müssten wir die 1000 Punkte erreichen oder 10.000 oder was das auch mal war. Nehmen wir die, Da, ich sehe die Helix von hier sogar. 700 Meter sind die nur weg. Na, da gucken. Da müssen wir sogar hin. Oh, da reisen wir jetzt mit Schnellreise hin. Alles klar. Und bitte. Und bitte! Oh, Schnitt! 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 Er sagte Schnitt!
Ich steck dich nicht! Muss ich schnell mal was trinken? Ich hätte von einem Typen hätte ich einen Raketenwerfer mitnehmen können. Hätte ich mal machen sollen. So, jetzt nehmen wir schon wieder Simon wieder verarschen. Weg. Ah, du hast einen Raketenwerfer. Ich habe einen mitgenommen. Ja gut, dann Wingsuit, oder? Alles klar. Hui! Ich habe 2 Fortschrittspunkte erhalten. Ist warum? Hui! Wofür? Weil ich mit dem Wingsuit irgendwelche Meter geflogen bin. So, das macht auch nicht so viel Sinn, irgendwie, wie man die Punkte bekommt. Wie hat man die vorher nochmal bekommen? Das gab's vorher nicht, oder? Dieses Skillsystem so. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Doch, du musstest doch auch immer Punkte ausgeben, um irgendwas zu. Vor allem in Far Cry 3 hast du doch der Tattoo stechen lassen. Da brauchst du doch auch irgendwie Punkte für. Ich weiß es nicht mehr. Aber da hast du mal nicht durch Kills und was weiß ich, hast du Punkte bekommen. Ja. Glück ist ja immer noch, meine Güte. Nee, du nicht? Nee. Ja, das ist ein Problem. Wir dürfen uns nicht zu weit voneinander entfernen. Fuck. Das wollte ich gerade mal ausprobieren. Bist du tot? Ja. Ich renne. Nee, brauchst du nicht. Ich bin wirklich tot. Im alten Spiel hat er nach automatischem Fallschirm gezogen. Das tut er hier nicht mehr. Muss ich jetzt selber machen. Dann renn mal Richtung Heli, damit ich die abschießen kann. Ich wohne ja jetzt wieder bei dir. Das wollte ich nicht. Ich wollte plündern. Nur weil das ist viel zu weit. Ich habe kein Zielsystem Das hat 900 gekostet, ne? Das Zielsystem. Ja. Das hab ich recht. Hey, aber eventuell kaufen sich ja Leute für echt Geld nochmal Silberbarren. Oder die Sachen hier im Spiel zu teuer sind. Ich meine, wenn die Produktion vom Spiel zu teuer ist, dann erhöht doch einfach den Grundpreis und macht nicht so eine Kacke. Und investiert nicht Zeit und Ressourcen in sowas. Wer da hat ja ein Team dabei gesessen und sich schlau ausgeklügelt, wie kriegen wir da Geld? Was können wir verkaufen? Holy shit. Ich benebel mich. Der ist ein Gegner. Dem Flugzeug? Ja. Wurde er uns nicht gesehen. Da kommt aber da kommt ein LKW. Jawohl! Okay, wir haben einen LKW. Nein! Gleich haben wir keinen mehr! Bleiben Sie hier! Willst du mal hinten reingucken? Ja. Da sind Flammenwerfer drin. Flammenwerfer? Nett. So, hinter den Hügel ist jetzt los. Fuck! Gas! Fucking. Los, geht alles! Du hast keinen Griff. Lass mich mal. Moment. Mal hin. Ich geh mal gucken. Flöhe nochmal. Als ob das jetzt wirklich daran gelegen. Oh! 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 Was war das? War das ein kleiner Baum? Ja, das nennt man Bug. Ja gut, jetzt ist das Ding im Arsch. Und auch das Rücken. Aber schön, dass sie so gar nicht weitergeflogen sind. Hallo! Warte mal, ich fang schon wieder an. Ich fang schon wieder an zu schwindeln, ne? Guck mal, der LKW, der fliegt durch die Luft. Nö, bei mir nicht. Bei mir liegt er im Wasser.
Bei mir ist der gerade in die Luft geflogen. Ach so, ich war in dem Fass deshalb. Ja komm, wir müssen weiter, sonst sind die Helis weg. Ich finde es aber schön, dass einfach mal nach vorne hast du keine Beschleunigung, aber Rückwärtsgang. Junge, da haut der rein, als wäre ein Formel 1 Wagen. Ja. Deswegen habe ich immer so, ich habe dann immer so ein bisschen rückwärts gefahren. Ich habe da halt so gedacht, okay, wenn es vorwärts nicht so gut geht. Hallo Bär. Dann wird es ja bestimmt rückwärts auch nicht so gut gehen. Und dann ist er immer richtig abgedüst. Du bist weggeflogen. Da ist einer. Der hat Hilfe gerufen. Nee, der explodiert gleich. Oder irgendwas ist mit dem. Nein, der hat eine Leuchtreitikette hochgeschossen. Ah, das war das. Ja, dann sollten wir mal abhauen, ne? Da vorne ist ein Kollege. Was soll das denn? Jetzt wird sich wieder alles verstellt. Okay. Jetzt sind die Helis wieder weg. Let us go. Wir haben mal wieder. Wir müssen da hoch, da oben sind die Autos. Der fährt. Zivilist? Mann. Ich hab einen Zivilisten erwischt. Beide sogar. Ja, ich verlass mal fahren. So kann man. Das sind Zivilisten. Ich hab keine Muni mehr. Ich kann nicht einfordern, der andere steht da. Wir laufen! Das ist doch ein Witz! Ubisoft will uns trollen. Verbaut das die gleiche Munition? Ich habe keine Muni mehr. Ja, sagtest du bereits, aber da ist ein Auto. Das sieht spritzig aus. Hier ist ein Rucksack. Hier Muni? Hier Muni? Nein, hier gibt's schon Bier. So, komm, geht's. Jawohl. Ich kann nicht hupen. Ja, mit Controller könnte ich es dir sagen. Ich kann nicht hupen, weil ich kein Fahrer bin. Achso, ich dachte, du bist es. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ja? Ich lehne mich nicht aus dem Fenster. Oh, raus hier! Raus! Ich brenne! Ich bin tot! Ich auch! Wieso fährst du denn noch einen steilen Abhang so runter einfach? Das man sieht nichts, wenn man so fährt. Das ging senkrecht runter. So, liebe Zuschauer an dieser Stelle. Ob wir das schaffen oder nicht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn es euch gefallen hat. Ja, wir haben nichts geschafft, aber das muss ja keiner wissen. Dafür wird die nächste umso besser. Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Oh, 2200 Meter, fick dich doch, scheiß Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Liked das Video, kommentiert das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.